Hey Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade in Italien in Urlaub und wie der Zufall es wollte, ist hier, das habe ich durch Zufall mitbekommen, ist hier aktuell die Mille Miglia, also die 1000 Meilen Rallye durch Italien. Und es ist jetzt ein Tag vorm Start, bin gerade nochmal spontan am Gardasee gewesen und dann habe ich nochmal geguckt, dass wir hier nochmal vorbeifahren. Da sind hier einige Autos, die hier noch rumstehen, die gehen morgen an den Start. Insgesamt an der Summe sind es glaube ich 430, die losfahren. Und eigentlich ganz cool, mal auch ein paar ältere Autos zu sehen, auch wenn ich ganz neu in der Oldtimer-Szene überhaupt unterwegs bin, dachte ich euch vlogmäßig, nehme ich euch mal ein bisschen mit, dass man so einen kleinen Eindruck kriegt. Schön ist, dass die Dinger nicht nur im Museum vergammeln, sondern auch mal ordentlich hier gefahren werden. Das ist ein bisschen rennsportmäßig hier angehaucht. Hier sieht von hinten übelst geil aus. Echt ganz schick, dass man so einen Eindruck kriegt, wie das Ganze hier aussieht. Davor habe ich gleich noch ein Video gefilmt, wo die Beklebung stattgefunden hat und wo der Start hier läuft. Und sonst ist das auch ein ziemlich geiles Ding. Einfach nur Rohr. Ab dem Reihen 6er hier. Und wie man auch sieht, hier das ganze Blech handgedengelt. Ja. Schon ganz geil, mal eine ganz andere Kiste, als das man sonst kennt. Ist für mich auch das erste Mal hier, dass ich in Brescia bin. War ich auch bisher noch gar nicht. Ich habe einfach immer mehr auf der Autobahn gesehen, dass hier viele alte Autos, alte Porsches rumgefahren sind. Was ich noch nicht ganz verstehe, ganz viele Ferraris, Rolls Royce, Lamborghini ist auch unterwegs. Ich weiß nicht, was die mit dem ganzen Event hier zu tun haben. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht herausfinden, oder wenn wir es herausfinden, wird das vielleicht noch irgendwie hier mitgebracht. Hier stehen noch ein paar andere Autos, die zeige ich. Hier sehen wir einmal einen Alvis Speed 2028. Dieses Fahrzeug hat einen reinen Sechszylindermotor mit 2,5 Litern Hubraum und leistet ungefähr 90 PS bei 4000 Umdrehungen. Die Höchstgeschwindigkeit von diesem Fahrzeug liegt bei ungefähr 142 km/h. Und was man hier auch ganz gut sehen kann, ist auch einfach die Länge des Fahrzeuges. Das Fahrzeug ist wirklich lang für die damalige Zeit und hat eine Länge von knapp 4,6 Metern. Hier sehen wir einmal den Jaguar XK140 FCH Coupé. Und bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen reinen Sechszylindermotor mit 3,4 Liter Hubraum. Und das Ding leistet insgesamt 192 PS, hat damals schon eine Höchstgeschwindigkeit von guten 200 km/h erreicht. Das Auto wurde gebaut von 1954 bis 1957. Was auch ganz interessant ist, ist einfach mal, wenn man die Kotflügelentwicklung sich betrachtet. Hier bei dem ganz alten roten Auto, noch total mit Trittblech drauf und dann hier beim Jaguar einfach in die Karosserieform eingebunden. Dass man einfach diese klassische Linie vom damaligen Auto nachempfunden hat, die hier wahrscheinlich noch designmäßig einen ganz anderen Ursprung hatte. Und da weiß ich noch nicht, wie die zu dem dazugehören. Aber ansonsten, da ist was eingetütet, wahrscheinlich was noch älteres. Wenn man sich die Reifen anschaut, kann man das schon erahnen. Dann alten Fiat. Hier sehen wir einmal den Studebaker Golden Hawk. Dieses Fahrzeug hat einen 5,8 Liter V8 Motor mit ungefähr 82 PS und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von über 200 km/h und hatte eine Beschleunigung von 0 auf 100 von 7,9 Sekunden. Dieses Fahrzeug kann man auch als Vorreiter der Muscle Cars sehen, da das Fahrzeug ein unglaublich gutes Leistungsgewicht für die damalige Zeit hatte. Hier kommen wir zum letzten Teil, was ich jetzt noch gerade heute sehe. Zeige ich euch auch noch mal ein bisschen, was hier so abgeht. Und dann denke ich mal, den Rest werden wir morgen sehen oder einen Teil davon. Das ist ein Stangolini 1100 Bachetta. Wie schön die Reifen hier sind. Ist das 125 oder was? 135. Ich würde mal sagen, ich war gut nah dran. Krass, sitzt sie direkt auf dem Boden. Zieht euch das mal rein, ne? Verbaut ist ein Vierzylinder Reihenmotor mit 1,1 Liter Hubraum, 45 PS, einem Topspeed von 185 km/h und das Ganze bei einem Gesamtgewicht von 580 Kilogramm. Das ist ein Aston Martin Speed Spar Special. Zu diesem Fahrzeug konnte ich leider keine genauen Informationen herausfinden. Was ich aber geil finde, ist die Karosserieform. Die sieht echt brutal aus. Hier sieht man einmal den kleinen Mittelschalldämpfer oder den Endschalldämpfer in dem Fall, wo das Rohr direkt aus dem Motor rauskommt. Und
Ich finde, die Karosserieform ist einfach sehr Rennsportmäßig getrimmt und sieht im Gesamtkonzept ziemlich brutal aus. Er hat sogar noch so eine Kurbel vorne. Mit dem Ding, das ist der Motorstarter hier. Da musst du vorne schrauben. Ja, du kennst den E-Starter in deinem Auto, ne? Klecker mal nach vorne. Du machst drückst und dann springt das Ding an. Du musst du per Hand ankurbeln, um die Zylinderbewegung da in Bewegung zu bringen, um dann anschließend zu zünden. Ist hier ein Übernachtkondom oder ist er wirklich gebledert?